Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und zwar schauen wir uns das Bild auf Steam an. Für mich das zweite Mal, wer das erste Video gesehen hat, war mein Start ja leider nicht sehr super. Hatte diverse Grafikprobleme, aber jetzt läuft es Gott sei Dank. Support hat mir geholfen. Und ja, wir machen heute eine kleine Fahrt. Wir sind hier in Actonbridge und werden hier mit dieser wunderbaren 8F im Jubiläums-Livery der Queen fahren mit einem gemischten Güterzug. Und ja, ist ein Custom-Szenario von mir. Hier der wir gleich losfahren. Und ja, ich zeige euch mal die Dampflok. Ist wirklich schön gemacht. Die Details sind Hammer. Wenn wir jetzt mal hier das Licht anmachen. Das meiste ist tatsächlich nutzbar. Wir haben einen Feuermann, den wir leider nicht sehen. Er sollte eigentlich da sein, aber er ist halt nicht da. Und wir werden auf Autofeuer gehen. Das ist, eh die Standardeinstellung vom Spiel. Und machen dann langsam einen Dienst. Ja, das, was hier die ganze Zeit abgeht, ist das Sicherheitsventil. Das werden wir noch lieben. Und auch hier die Wagen, die mit dazukommen. Die man auch aufmachen kann. Kann man sogar reingehen. Wir machen aber hier wieder zu. Na komm, hier zu. Ah, dabei war offen. Ist auch egal. Die Wagen sind alle nicht gebremst. Also müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Und das sind die Personenwagen. Wir fangen mal ganz hinten an. Wenn wir hier mal die Tür aufmachen. Na. Machen die Tür wieder zu. Na, ich dachte, das wäre ein bisschen leiser, aber ist es nicht. Also, hier haben wir so ein bisschen ein Gepäckabteil hier. Dann gehen wir nach vorne durch. Allgemein so Vierer-Apartments hier. Sieht mega schön aus. Oh, da hätte ich irgendwie Bock auf eine Sonderfahrt mit dem. Toilette hier drin. Die nächsten Vierer-Abteile. Und ich glaube, weiter vorne müsste dann eigentlich erste Klasse kommen. Und dann mal ein bisschen durchrushen hier. So. Okay, also hier muss jetzt schon mal geteilt. Sind jetzt hier die Abteile? Nö, das nächste Compartment. Okay, dann haben wir leider nicht den Abteilwagen mit dabei hier. Finde ich ein bisschen schade. Gibt's aber auch. Und hier haben wir den Hogwarts Express. Ja, Custom Livery gibt es im Store. Kann man einfach sich runterladen. Und das ist die Jubilee Class. Richtig schön. Gerade wenn man hier mal das Triebwerk anschaut. Nice. Und hier für die Schmierung dreht sich das auch je nach Geschwindigkeit mit. Und man kann hier bei den Lokis die Lampen konfigurieren. Und mein Highlight ist hier der Bremswagen. Auch der lässt sich konfigurieren. Also das Licht an und aus hier. Aber nicht wirklich ein Unterschied. Und bei dem können wir reingehen. Na. So, Tür auf. Dann haben wir hier die zwei Sitzpositionen, wo wir theoretisch rausschauen könnten in beide Richtungen. Geht auch auf der anderen Seite die Handbremse. Ein kleiner Ofen zum Tee machen. Und das war's. Ähnlich wie in Railroads Online, nur ein bisschen kleiner und kompakter. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Lok rein und fahren mal los. Wir haben zwar eh keinen Fahrplan, aber was soll's. Ich kriege ich wirklich nicht zu, oder? Nö, reagiert nicht. Alles klar. Also, rein in die Lok. Einmal hier zumachen. Setzen uns da rein. Und dann erstmal Richtungswender nach ganz vorne. Ganz Ventil machen wir hier auf. Und lösen die Bremsen. Das sieht sehr gut aus. Ja dann, Pfiff. Und Abfahrt. Schauen wir uns mal hier von der Seite an. Oh, jetzt geht endlich auch das Ventil wieder nicht mehr. Das ist wirklich nervig, wenn es die ganze Zeit abgeht. So, Zylinderhähne geschlossen.
Also ich muss schon sagen, das Modell von der Dampflok, also von beiden, haben sie wirklich toll gemacht. Sounds sind klasse. Haben sie extra für das aufgenommen. Und es funktioniert auch das. Ich hoffe, es geht jetzt. Na, also es würden auch die Räder durchdrehen, wenn man entsprechend Vollgas gibt. Ja, während der Fahrt ist natürlich auch möglich, hier diverse Sachen zu manipulieren. Wir können auch aufstehen. So wie gewohnt in Chains in World 2. Bleiben jetzt aber hier mal sitzen. Da vorne, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsste ein Service dann gleich stehen für uns. Wir können mal vom Gas hier runter. Also reine Fahrzeit ist ungefähr 20-30 Minuten. Das ist das erste Mal, dass ich das Szenario komplett durchspiele. Ich habe nur ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob es auch funktioniert, dass die Services laufen. Aber ich hoffe, wir kommen da auch wirklich in Crew an. Übrigens, die Lösung der Grafikprobleme, die ich hatte, war, dass ich nicht nur den Grafiktreiber habe komplett neu stellen müssen, sondern ich habe auch noch sagen müssen, alle Einstellungen löschen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geärgert, weil da waren auch Farbkorrektureinstellungen mit dabei, die ich gemacht habe. Ja, aber danach hat es funktioniert. Welche Einstellungen effektiv hier die ganzen Glitches verursacht hat, die ich da so hatte, die echt extrem gewesen sind, keine Ahnung. Aber es gibt dafür nach wie vor Bugs, also teilweise laden Texturen ein bisschen später nach, die Schienen sind teilweise von der Bodentextur überdeckt, aber man kann trotzdem nur spielen. Sieht unschön aus, aber ja. Dann, was ich noch ein bisschen doof finde, die ganzen Wagen, also vor allem auch die Lok, wackelt extremst bei schneller Fahrt. Und es ist dann in der Lok hier drin dann nicht mehr geil. Und DDG hat Gott sei Dank eine Option dafür, dass man hier das ganze Wackeln abschalten kann, zumindest kameratechnisch. Und das würde ich jedem empfehlen, dass er das mal tut. Dann habt ihr hier so ein ruhiges Bild. Man, so ist ja okay. Okay, gehen wir mal da vorne hier rein. Und da steht auch der Regio-Service. Ich habe das nicht geschafft, dass der Regio-Service da weiterfahren kann und beim nächsten halt anhalten soll. Der wartet hier auf uns. Also der Szenario-Planer, der ist echt ein bisschen meh. Da vermisse ich den Planer in Train Sim Classic. Da lässt sich wesentlich mehr einstellen. Okay, bremsen wir mal ein bisschen. Moin. So untypisch. Das ist ein Güterservice und Personenservice hier da überholt. Aber ja, das Spiel will das so. Was auch ganz cool wäre so eine Ansicht hier so aus dem Fenster raus. Das wäre mega nice. Aber ich bin jetzt noch nicht rausgefunden, wie das geht und ob es überhaupt geht. So, Full Speed, Hauptstrecke. Okay, ich glaube, ich möchte mal hier sitzen. Ich habe das Gefühl, ich sitze hier dezent höher. Also ich sitze eigentlich gar nicht. Mal zum Gucken. Ja, nee. Also hier steht er einfach nur. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass man hier den unseren Feuermeister nicht mit dabei haben. Und das Selbstbefeuern sowieso noch nicht geht. Das wollen sie erst mit einem Update nachbringen. Sehr schade. Moin! Oh, da haben wir sogar eine Doppeltraktion hier. War das auf Einfahrt? Das DB-Design, das fand ich noch mega geil.
Deutsche Bahn 01. Komplett fiktiv. Aber ja, warum auch nicht? Kann ich bei dir die Lampen ändern? Oh, cool, kann ich. Obwohl es nicht mein Service ist. Nice. Okay, gehen wir wieder zu unserer Lok. Ich glaube, das passt jetzt von der Geschwindigkeit. Mehr als 60 Meilen will ich da jetzt nicht machen. Dürfen wir vermutlich mit den Wagen eh auch nicht. Oh, die Güterwagen sind gebremst. Aber der Rest nicht. Jetzt müssen wir uns gerade mal angucken. Falsche Seite. Ja, die haben eine Bremsleitung. Die sind gebremst. Handbremse. Aber ab hier nicht mehr. Ja, gut, sage ich aber. Oh. Oh. Okay, ich komme wenigstens hier wieder raus. Kann ich bei dir in der Fahrt auch die Tür aufmachen? Da kriege ich es jetzt wieder zu. Okay. Kriege ich es jetzt auch hier wieder zu? Nee. Also die Tür will einfach nicht. Oh ja, achtet mal auf diese Stange hier. Ich gehe mal kurz vom Gas weg. Auch das ist simuliert. Wenn ich hier den Richtungswender hier verändere. Dass das entsprechend richtig sich bewegt. Sehr nice. Und weil wir gerade schon mal dabei sind, schauen wir uns mal die Bremse an. Ob die sich bewegt. Oh ja. Tut sie. Nice. Auch da die Schmierung. Wirklich gut umgesetzt. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt so dampftechnisch in Train Sim World 2 so kommen wird. Und ob sie zumindest die technischen Sachen, was sie jetzt für die Lok gemacht haben, also gerade die Simulation vom Dampf und Feuer, auch für andere Entwickler freigeben, dass sie das nutzen kann. Ja, schon wirklich schön. Auch die ganze Strecke an sich ist wirklich sehr gelungen. Toll gemacht. Es gibt sogar im Fahrplanmodus ein, zwei Sonderfahrten. Da war ich sehr überrascht. Beispiel 1 ist, da hast du glaube ich 6, 7 Bremswagen hinten drin. Und besuchst du quasi alle größeren Abstellbahnhöfe, wo es ein bisschen Story dazu gibt. Und auch die normalen Szenarien schön. Hat ein sehr witziges Winterszenario. Ist aber recht knackig, muss ich schon sagen. Also, habe ich dreimal gebraucht, bis ich es geschafft habe. Nachdem ich da immer wieder mal nicht weiterkommen bin mit dem schweren Zug. Oh, rotes Signal. Endlich. Aber jetzt endlich meinen Service davon, der mich mal ausbremst. Und einmal doppelgelb. So, ich glaube, ich habe mich jetzt gerade schon verbremst. Oh, komme ich nochmal richtig zum Halt hier? Ich glaube, wir können wieder lösen. Das war sehr gut gebremst, liebe Lok. Nicht schlecht. Ja, machen wir das Licht hier mal wieder aus. Das müsste eine Class 45 sein. Mit MK1s hinten drauf. Stimmt, das können wir jetzt mal kurz testen. Was macht die Lok, wenn wir rückwärts drin haben und dann volle Pulle geben? Und zwar so. Oh, cool. Okay, das lassen wir mal wieder. Cool umgesetzt. Cool, cool. So, wir könnten jetzt noch mal ein bisschen schneller nach vorne.
Und wir könnten mal schauen, Sandstreuer. Aber den Sandstreuer passiert irgendwie nichts. Schade, das wäre doch cool gewesen. Moin! Braucht jemand frische Milch? Okay, bleiben wir mal da stehen. Zylinderhähne machen wir gerade mal auf. Wir steigen mal aus. Ja. Und laufen wir noch da vorne. Und sag ich mal, dass wir weiterfahren. Ne, ich will eigentlich nur mal kurz gucken. Und vielleicht finden wir ein paar Collectibles. Vielleicht sogar hier schon auf der Seite. Hat sie Zeugs? Nö, nur ein Haufen Müll. Okay, da sind nur wir. MK1 eigentlich die. Kann ich das aufmachen? Fast die gleichen. Oh, zwei Gepäckwagen hier. Drei Gepäckwagen. Was ist denn da los? Was machst du, wie ist denn dich denn konfiguriert? Ja, das ist die Class 45. Hör mal auf. Das ist so eine schöne Lok. Oh, du darfst auch nicht fahren. Ja, also für die ganzen Marken, was 10 Symbol 2 hat, die Loks schauen halt echt mega geil aus. Moin. Ey, hier hat's noch nicht mal einen Fahrer. Könnte man es einfach übernehmen. Okay, lassen wir das wieder. Schauen wir mal wegen Sammelobjekte. Haben wir hier irgendwas? Oh ja. Ein Bucket. Löscheimer. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nichts. Nö. Sieht nicht so aus. Das obligatorische Plakat. Oh, ich kann hier so raus. Sehe ich auch nicht. Da haben wir wieder eine unsichtbare Wand. Hat sie noch was? Kohle, wenn es mal ausgehen sollte. Waiting Room. Ihr seht alle dezent gleich aus. Seid ihr Brüder? Okay. Ja, ich glaube, das war's auf der Seite. Gehen wir mal zum anderen Bahnsteig. Ach komm, mindestens ein Plakat wird es doch hier noch geben. Ich könnte auch nichts machen. Ticket! Wow. Das ist der ganze Platz, was die dir gehabt haben. Schon ziemlich behängend hier drin. Und hier kommen wir auch nicht rein. Way out. Ich darf nicht raus. Kann ich hier noch was machen? Was? Ah, da. Ah, okay. Das Plakat kenne ich schon. Schade. Und hier beim Übergang. Nö. Hat auch nichts. Okay. Dann hätten wir das hier mal. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu unserer Dampfloki. Wobei. Ich glaube, um 20 nach fährt die Lok hier ab. Das werden wir uns jetzt hier nochmal geben. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig eingestellt. Oh, Stellwerk. Stimmt, da könnte ja auch noch was versteckt sein. Kann ich da was machen? Yes! Ha, guten Riecher gehabt. Und, na, kann ich nicht rauf. Okay. Hier haben wir wieder Retour. Und jetzt bitte fahr ab. Das ist schon mal grün. Schräger Start, aber okay.
Boah, an der Stelle wird sich auch denken, was macht der Lokführer hier? Lass mal wieder zurück zu seinem Service gehen. Ja, und wir dürfen einfahren. Sollen wir dem hinterher verdückeln? Ei. Was ist mit den Bäumen da los? Es wird gar nicht so windig. Ja, nein. Der DLC hat keine Bugs. Auf gar keinen Fall. So. Also, Abmarsch. Und die da hinten machen das auch noch. Ich habe jetzt gar nicht so genau aufgepasst, ob das von Anfang an schon gemacht oder erst jetzt. Jedenfalls nicht normal. Okay, gehen wir mal auf 50% hier. Moin! Der Maximum Schmackes bitte. Also jetzt ist der Regler voll offen. Mehr geht nicht. Oh, das nächste rote Signal. Ja, dann werden wir hier mal ein bisschen rollen. Es wird jetzt bis Q genauso bleiben. Von ist auch schon das Signal. Wobei, ich glaube, das ist dann der letzte Bahnhof, wo die Class 45 halten wird davon. Danach ist, glaube ich, keiner mehr. Ist das Hartford? Na, Hartford, glaube ich, war noch Acton Bridge. Aber uns wird was entgegenkommen, so wie das Signal hier ist. Von Crew. Ja, super. Jetzt kann ich wieder fahren. Okay, dann gehen wir hier mal wieder zurück. 50%. Könnte man, ist das auch ein Collectible da gerade gewesen beim Signal? Also zumindest dieser Eimer sah verdächtig nach so einem Löscheimer aus. Ah, ich hätte jetzt so gerne eine Flyby-Kamera. Mal schauen, ob ich es irgendwie händisch machen kann. Machen wir es mal so. Wir stellen uns jetzt mal kurz hier hin. Wrap. Interface weg. Mega schick. Nice. Okay. Dann gehen wir mal hier in den Bremswagen. Sind wir schon? Komme ich hier mit der Kamera so rein? Nein, dann lass mich da nicht reinglitschen. Oh, schade. Ja, also Licht an, aus macht hier wirklich keinen Unterschied. Schade. Oh, ich kann hier noch eine Lampe hinmachen. Das machen wir. Aber kriege ich... Wie schaut's denn aus mit dir? Okay, auch hier könnte ich die Lampen hinmachen. Die Handbremse kriege ich nicht betätigt. Oh ja, das ist irgendwie komisch. So ab die 60 Meilen pro Stunde
dreht die Lok durch, immer wieder mal random. Das macht auch die Jubilee, auch wenn ihr nicht das Gefühl habt, dass sie wirklich durchdreht. Das macht sie dann mit 5% Regler. Ich denke, sie ist dann einfach nur zu schnell. Es gibt auch Fotos, wo dann drin gestanden ist, Geschwindigkeit 433 Meilen. Auch ein Bug, wo es dann vorkommt. Ich glaube, das kriegst du mit dem Durchdrehen hin. Ja. Oh, da ging es mal ins Nix. Doch kein Bahnhof mehr. Okay, weniger Leistung. Oh, mal 20. Komme ich bei dir rein mit der Kamera? Geht das? Nö, schade. Aber wir könnten mal die andere Seite aufmachen. Einfach, weil wir es können. Moin. Jetzt fehlt uns da genau eine Tür da. Mal ein bisschen Durchzug hier. Okay, gehen wir in die Lok rein. So, 4 Meilen noch, dann haben wir es gerade mal geschafft. Gibt es hier sonst was Spannendes? Nee, abgesehen von den Standardregler. Ja, schaut, dass wir den Feuermann hier nicht sehen. Gibt's wahlweise als Mann und Frau. Ja, könnte man eigentlich noch ein bisschen fahren hier. Kohle haben wir genug. Ah, stellt euch mal vor, wie das jetzt im Multiplayer wäre. Dass man sich hier abwechselt und das dann auch so realistisch wie möglich fährt. Das wäre doch so cool. So eine, ist eine Kombi aus Train Wars Online und Train Sim World 2. Den Tender, glaube ich, kann man ja hier nicht abkuppeln, oder? Schauen wir mal kurz mit der Kamera 3. Ah, jetzt bin ich da so weit vorne. Ob man nicht theoretisch abkuppeln könnte? Nee. Oh, ey, unschön, da sind die Kabel einfach abgeschnitten. Oh, Didi, das kriegst du aber schöner hin. Irgendwie so Verbindungen wie da. Das ist so schön rumwackelt. Oh. Ah ja. Oh, moin. Du bist aber langsam unterwegs. So, wir müssen auch mal aufpassen. Wir kriegen hier wieder gelb. Ein bisschen so leicht einbremsen, das wär's. Und der nächste Service. Hä, hey, warum seid ihr so spät unterwegs? Nein! Sehr geile rote LMS-Lackierung. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, mit dir fahre ich mal als nächstes. So, mehr bremsen. Okay, also da hätte ich einen Service auf alle Fälle ein bisschen früher fahren lassen müssen. Weil die stehen jetzt da alle hintereinander. Ja, willkommen zu Xu. Hier auf der rechten Seite hat es jetzt ein Heritage Museum, da steht der APT.
in seiner Kurzform und ein schönes Museum. Wenn ihr mein Crew seid, schaut mal da vorbei. Genau da, wo jetzt hier das Gebäude ist. Aber ansonsten hier die Ausfahrt sieht halt fast gleich aus. Nur, dass wir halt jetzt Oberleitung haben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass sie eventuell als nächste Lok den Flying Scotsman angehen. Ich meine, das war die Prestige-Lok, das wäre so cool. Oder wäre in dem Bild vielleicht so eine Pacific A4. Schnellzuglokomotive. Dann müssten sie nicht mal eine eigene Strecke machen, sondern einfach nur die Lok als die jetzt sie. Haben sie auch schon gemacht. Tödele. Wüssten du ein Ziel? Bahnsteig 5. Gehen wir jetzt hier so rein oder wie? Okay, interessant. Hätte ich jetzt anders gemacht, aber okay. Oh, da hinten hat es wieder seinen Eimer. Achievements! Aber ich glaube, für die Route werde ich mal einen Guide holen für die Achievements. Also ich werde zwar so bei jedem Bahnsteig stehen bleiben, aber ich werde garantiert nicht alle kriegen. Dann hätten wir es geschafft. Ja, hoffe, euch gefallen. Das war so ein Einblick in A Spirit of Steam. Ich habe Spaß damit und ich werde mit der Lok garantiert auch noch auf anderen Strecken fahren. Strecke ist schön. Ich wünschte, man könnte mit dem Szenarioplan ein bisschen mehr machen, also gerade rangiertechnisch oder dass man auf den Gütergleisen was macht. Und ich habe auch da schon Bugs entdeckt, dass die Fahrstraßen, gerade von Actonbridge Richtung Crew von Plattform 3 nicht richtig funktionieren. Ich hoffe, das kommt noch, aber das sind kleinere Übel, ansonsten ist es jetzt spielbar. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da, vielleicht sogar ein Abo, wer weiß. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Bock habt, kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Tschüss!